Gewandmeisterin, die erste. Ich schneide den Klaus Störtebeker zu. Sein Kostüm natürlich. Und ja, das wird innen mit einem leichten Wehpelz abgefüttert, was dann nachher sichtbar ist, vom Revers her und vom Kragen und an den Kanten. Er soll ja auch nicht frieren, kühlen Sommerabenden. Ich bin im Januar, Mitte Januar, ging es hier los. Fing ich mit meinen drei Kolleginnen an. Sind eigentlich ein ganz tolles Team. Arbeite mit einer Textildesignerin zusammen und zwei Schneiderinnen. Eigentlich könntest du ja schon in Rente gehen, ne? Ich bin Rentnerin. Warum bist du denn immer noch hier? Ja, ich habe einfach Spaß an der Arbeit und die Wintermonate sind mir zu langweilig. Ich bin aber dann auch nur bis zur Premiere hier. Und dann genieße ich meinen Garten. Ich habe eine ganz klassische, sag ich mal, Schneiderausbildung absolviert, dann meinen Handwerksmeister gemacht, bin dann in den 90er Jahren ans Theater, war erst an einem Jugendtheater und kam dann zum Theater Vorpommern und habe mit den Kostümbildnern zusammengearbeitet und Jahrzehnte hat man da so seine Erfahrung sammeln können. Ja. Es würde uns nichts nützen, wenn wir jetzt einen Stoff haben, der nach der 10. oder 20. Vorstellung seinen Goldglanz verliert. Also das muss schon was sein. Und den habe ich selbst mal am Theater ausprobiert, den Stoff. Der wurde fürs Ballett benutzt und konnte nach jeder Probe, nach jeder Vorstellung gewaschen werden und war wieder wie neu. So, und deshalb fand ich das ganz interessant. Es muss ja 65 Vorstellungen durchhalten, das Ganze. Ja, und da muss man mal vom Mittelalter ein wenig abweichen. Er ist leicht, wirkt aber schwer, weil er so einen schönen Fall hat. Wenn man ihn anfasst, merkt man das auch. Und gestern lief sie damit mal Richtung Bühne und es war so ein klein wenig luftig und dann war da ein Spiel unten im Saum. Das war sehr schön. Für unseren Norbert Braun, das ist noch nicht fertig, aber muss ich mal so sagen, da hat die Schneiderin also jedes Teil aus Lederresten geschnitten, auf Bändchen genäht und in Reihe und dann immer so ein bisschen, dass man auch so diese Schattierung des Leders und dass das so ein bisschen lebendig wird und nicht so eine einheitliche, sag ich mal, Soße. Und das ist ein ganz robustes Kostüm. Hier werden wir noch ein wenig fleißig stricken müssen, weil man bekommt kein Kettenhemd aus dem Material, was jetzt, also das sind nur schwere Metallkettenhemden, die eigentlich kaum ein Schauspieler tragen kann und damit vielleicht noch aufs Pferd. Für die Königin, für das Anfangsbild, das wird noch auf Leder gearbeitet und da habe ich noch einen Schmuck, Moment, so in dieser Art ein riesiges Teil und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier so ein bisschen das noch ein bisschen dem angleichen können, weil das ist ja eigentlich nur ein Kunstleder. Es ist ein Traum, also wirklich wahr. Und ich bin immer wieder überrascht, was auch gerade wieder neu auf dem Markt ist. Und auch mit Leder zu arbeiten, war für mich immer so ein bisschen rotes Tuch, weil man nie die richtige Maschine hatte. Und hier habe ich jetzt so eine schöne richtige Ledermaschine und das geht wie Butter rüber und es ist wie geschmiert. Ja. Hattest du das schon als Kind, dass du so ein Interesse hattest für Materialien? Ja. Ich habe bei meiner Großmutter den kleinen Nähtisch immer gerne ausgeräumt und sortiert und ja, und dann ging es gab damals so einen Schneiderzirkel oder Schneiderkurs und dann wurde ganz munter drauf losgenäht und gemacht und getan, ja. Also, ja, das war schon immer mein.
Also ich wollte nie was anderes machen und habe auch nie was anderes gemacht. Und das finde ich schon mal schön. So, hier sind wir in der Damengarderobe der Kleindarsteller. Und hier muss ich mal doch unsere Textildesignerin hervorheben. Die hat hier das so ziemlich mit den Schneidern in Eigenregie übernommen. Und wenn man so guckt, hier so nette Details, hier mit dem Kunstleder, das ist alles per Hand ausgeschnitten. Also da ist sehr viel Schönes vom gefilzten Mieder und ja, also Schnürung ohne Ende. Zu 90% sind das alles neue Kostüme und, sag ich mal so, 3, 4 haben wir aus dem Fundus ein bisschen verändert, aber ansonsten musste mal was Neues entstehen. Hier ist auch was Interessantes mit Leder und Täschchen, also ganz liebevoll auch alles gemacht. Immer Begeisterung, es ist sehr schön. Hier haben wir mal ein Soldatenkostüm hängen. Also das wird auch, wir werden ein paar weibliche Kleindarsteller auch zu Soldaten machen. Hier haben wir unsere werdende Mutter. Wir kommen ja auch Kinder auf die Welt dieses Jahr in dem Stück. Und da gibt es wunderbare Bäuche aus Silikon, die richtig schwer sind. Hatten wir schon viel Spaß bei den Anproben. Manchmal denke ich so, oh, das ist ganz schön viel. Aber dann muss ich einfach mal kurz zur Ruhe kommen und denken, so, und jetzt konzentrierst du dich auf die Figur, jetzt konzentrierst du dich auf die andere. Dann verteilst du noch was und guckst du, wer kann noch was machen. Anders funktioniert es nicht. Ich freue mich noch auch auf das Kostüm von Gödicke, weil da haben wir so ganz interessantes Leder, dieses mit solchen, es sieht aus wie genietet, ist aber alles Leder. Sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Wenn ich jetzt Leder verarbeite und das zur Anprobe mache, muss ich das Leder, ja, sag ich mal, wenn ich die Nähte habe, zumindest damit ich überhaupt eine Form erkenne, muss ich das heften. Hier ist jetzt ein ganz dickes Leder. Aber und dann trotz Ledernadel, manchmal muss man dann mit einer Zange arbeiten und dann denkst du abends, aber geht vorbei und dann ist es auch wieder vergessen. Das wäre das Einzige. Du bist ja auch bekannt dafür, dass du gut Hintern nähen kannst, ne? Hosen. Ach Hintern. Ah, Hosen, ja, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, ja. Woher kommt das und warum kann das nicht jeder? Naja, du, das habe ich auch am Theater durch meine Balletttänzer gelernt. Und das musste immer schön knackig sein und trotzdem beweglich. Und was ich aber jetzt hier festgestellt habe, dass Leder ein ganz eigenes Material ist, was es ist so. Es ist am Anfang ganz eng und dann proben sie damit und plötzlich denke ich, was hat denn der da für eine Beule? Das ist Leder. Aber es war für sie auch dann ein bisschen bequemer. Das darf man auch nicht vergessen, wenn sie auf dem Pferd sitzen. Am Anfang denken sie, oh Gott, ich komme gar nicht, nein, auch schon rauf, aber ne, das muss ich auch erst, die Hose muss ich erst einreiben. Das ist so. Ja, also, nee, ansonsten muss ich sagen, macht mir das schon alles Spaß. Sonst würde ich es ja nicht machen. Ich muss ja nicht mehr, das ist ja das Schöne. Ne? Ja.